Im Winter, wenn es kalt ist und man sich fürchtet, mir geht es jedenfalls so, nicht wegen dem Fürchten, isst man doch ein bisschen mehr, oder? Man muss sich trösten über die schlechten Zeiten und über die Angst drüber. Deshalb nennt man auch dieses Essen die bayerischen Mongpflasterl. Essen und trinken halt leib und seltsam, so auch im Winter. Da gibt es ganz bestimmte Speisen, die man eben speziell im Advent schon immer gebacken hat und mit zum Ältesten gehört. Wieder ein heidnisches Gebildbrot, ein Opferbrot, das ist unser Glätzenbrot. Mhm. Eigentlich bloß ein Brotteig, in den werden eingebacken ganz fein geschnittene Glätzen, also gedörrte Birnen. Ja. Und das kennt man natürlich schon seit Jahrhunderten. Es wird heute immer noch gebacken, wird ein bisschen verfeinert mit allerhand Gewürzen, mit Nüssen, mit Weinbeerl, was man alles Köstliches hinein tun kann. Mhm. Aber dass es ein altes Fruchtbarkeitsbrot ist, sieht man daran, dass mancherorts noch die Bäuerin nach dem Bacher mit den dorgigen Händen hinausgeht und die Obstbaum umarmt und sagt, Baum, wach auf, trag Äpfel und Birn, nicht gerade für den Bauern, auch für die Dirn. Mhm. Die Bäuerinnen haben das Glätzenbrot aber gar nicht so gern bacher. Wenn es nämlich nicht geraten ist, wenn es verbrennt ist oder nicht aufgegangen ist, dann war das ein ganz ein schlechtes Zeichen für ihre eigene Gesundheit. Und deshalb sind sie mit Zittern an den Thomastag gegangen, wo es hat bacher gehört. Am Heiligen Abend, was hat man denn da dann gegessen in Bayern? Ja, wenn sich da eine Hausfrau heute halt danach richten möchte, was eigentlich braucht bei uns war, dann dürfen wir ja sagen, am ganzen Tag hat sie sich nicht besonders anstrengend brauchen, denn es war ja Fasttag. Bis zum Sonnenuntergang streng erfastet. Oha. In der Früh ein Kaffee. Die Münchner haben übrigens diesen Kaffee ersetzt durch einen Apfel. Nicht zu vergessen, der Heilige Abend ist ja Adam- und Eva-Tag. Ja. Deshalb isst man einen Apfel mit Putz und Stingel und vertraut darauf, dass heute dann gesund. Und am Mittag hat es wenig gegeben. Man hat immer dazu Kolazen gesagt. Das kommt von dem italienischen bzw. lateinischen Colatio, die recht kärgliche Klostermahlzeit. Mittag hat es in der Stadt schon einen Fisch gegeben. Also der Weihnachtskarpfen ist durchaus in unserem Brauchtum mit eingeschlossen, Hering, Stockfisch. Aber wenig halt. Am Land draußen vielleicht bloß Nudeln und ein Zwetschgendauch. Die eigentliche Mahlzeit, die war oft Nacht. Aber erst nach der Mitten. Aber da muss jetzt natürlich einiges geben. Nicht nach dem geistlichen Genuss der Mette kommt der leibliche Genuss. Max Mattheis in seinem Gedicht Bauernweihnacht. 3 Stunden, dann sind wir wieder da. Na, kommt das Allerfeiner. A Suppen, Kraut und Blutwürst da. Schön saftig und schön Schweine. Das ist ganz richtig, was er sagt. Denn die Grundlage für das Essen an den Weihnachtsfeiertagen war der Weihnachter. Die extra gefütterte Sau für die Festtage gehört am Thomastag geschlachtet. Und da gibt's jetzt in der Mitternacht ein 9-gängiges Menü. Wissen einerlei Sachen sie? Alte zauberische Zahl 9. Und es muss so viel auf den Tisch kommen, dass es nicht alles gegessen werden kann. Nur dann steht fest, man muss das nächste Jahr keinen Hunger leiden. Jetzt muss es geben. Die berühmte Mettensuppe. Das ist die mit dem Blut- und Leberwürst. Du darfst ruhig ein bisschen zerreißen, da schmeckt es umso besser. Und da gehört ein klar geschnittenes Schwarzbrot mit rein. Danach gibt es das kochte Schweinefleisch mit Kraut, wenn wir es gerade gehört haben im Gedicht, und mit Gnädel oder mit Kartoffel. Und dann danach, wenn man überhaupt noch einen Platz gehabt hat, dann hat es das Glätzenbrot gegeben, den Weihnachtsstritzel, Nüsse, den altes Fruchtbarkeitssymbol muss ja auch mit her, und dazu einen Punsch, vor allem in München hat es einen Punsch gegeben, und am Land draußen wird es ein Schnapssal abgeschlossen haben. Diese Engelspeis, hat man dazu gesagt. Und wenn einer einen guten Mann hat, kann man sich vorstellen, dass er sich hernach wie im Himmel vorkommen lässt. Ein gesunder Holzhaus und einem Kranken ist nicht schuld. Danke. Bitte.